Hallo, dieses Video enthält ein kurzes Tutorial, das erklärt, wie Sie Ihre VU Player Pro App verwenden. Sie werden feststellen, dass die VU Player Pro App nicht wie andere Apps auf dem Markt mit Standardkanälen angeboten wird. Bitte beachten Sie, dass unsere App derzeit nur M3U und M3U Plus Links akzeptiert. Öffnen Sie zunächst die VU Player Pro App. Auf dem App-Bildschirm werden eine eindeutige MAC-Adresse und ein Geräteschlüssel für Ihre App angezeigt. Dies finden Sie auch im Kontobereich der VU Player Pro App. Notieren Sie sich Ihre MAC-Adresse und Ihren Geräteschlüssel. Besuchen Sie die Seite https://wuplayer.pro über den Webbrowser Ihres Mobilgeräts oder Ihr. Klicken Sie im Menübereich auf Gerät verwalten. Geben Sie Ihre MAC-Adresse und Ihren Geräteschlüssel ein und klicken Sie auf Anmelden. Und klicken Sie auf Playlist hinzufügen. Geben Sie dann Ihre M3U-Wiedergabeliste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen. Wenn Sie nicht wissen, was eine M3U-Wiedergabeliste ist, verwenden Sie bitte eine Google-Suchmaschine oder einen Webbrowser für weitere Informationen und Details. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, müssen Sie die Anwendung nur noch neu starten. Sie können auch den Bildschirm Wiedergabeliste ändern, verwenden, um zwischen mehreren Listen zu wechseln, die Sie möglicherweise hochgeladen haben. Bitte beachten Sie Video 4. Außerdem können Sie mit der Funktion Sprache ändern zwischen mehreren Sprachenlisten wechseln. Sie haben 7 Testtage Zeit, um unsere Anwendung zu testen. Nachdem die Testversion abgeschlossen ist, müssen Sie sie aktivieren, um unsere Anwendung nutzen zu können. Um Ihr Gerät zu aktivieren, melden Sie sich bitte mit Ihrer MAC-Adresse und Ihrem Geräteschlüssel auf unserer Website an. Der Preis beträgt 7,99 € und ist lebenslang gültig. Viel Spaß mit Ihrer VU Player Pro App. Wenn Sie Hilfe benötigen, sehen Sie sich die vorherigen Schritte in diesem Video an oder besuchen Sie die Website https://wuplayer.pro.